Hallo und herzlich willkommen zu einer ersten Folge Factorio mit Philipp. Das ist der Moment, wo du Hallo oder sowas sagen solltest. Ja, hallo. Hi. Und Furzengesicht. Hallo. AKA David. Hallo. Und mir, dem King. Okay, lass uns anfangen. So. Alter, warum muss es genau in dem Moment jetzt anfangen zu lenken? Geht gar nicht. Ja, das war alles voll. Wahrscheinlich, weil ich angefangen habe abzubauen. Ja, wahrscheinlich, ja. So, also ich, wenn ich mir ein bisschen das Spiel erklären würde, ich habe das nämlich noch nie gespielt. Mhm. Also wir fangen jetzt erstmal an, dass wir die... das Erz abbauen und alles automatisch machen. Ja. Dass wir gucken, dass wir schnell an Strom kommen. Gibt es hier irgendwie eine Möglichkeit, Erz rauszubringen? Oder? Rausbringen? Das einfach in den Ofen da unten, in den Schmelzofen. Ach, du hast schon einen Ofen gemacht, okay. Ja, kannst du entweder dir noch ein bisschen Kohle holen und dann mit Kohle heizen, den Ofen. Oder halt mit Holz. Ich hab schon Holz. Ja, ich auch. Wir haben hier tatsächlich eine sehr gute Startposition, weil wir haben hier direkt riesen Erzfelder. Das finde ich gut. Und kaum Aliens in der Nähe. Hä, hast du die auf gering gestellt oder so? Nein, ich habe die immer noch auf Mittel. Ich wollte die noch auf stark stellen. Wir haben nur einen einzigen Alien-Spot unten. Ja, mach ich das richtig irgendwie? Was machst du richtig? Mach ich das richtig? Ich krieg hier immer nur einen, also... Ich habe hier so einen riesen langen Ladebalken sozusagen. Ja. Ist das richtig? Da haust du mit der Spitzhacke drauf. Nee, am Anfang benutzt du nur deine Hand, aber du hast genug Ressourcen, um dir eine Spitzhacke zu craften. Mit E machst du das Crafting-Menü auf. Okay. Und dann kannst du auf Handwerk gehen, da kannst du eine Eisenspitzhacke machen, dann geht das alles schneller. Okay, wir gehen ein bisschen weiter in Süden da. Nein, jetzt habe ich noch eine gemacht. Ja, macht nichts, die brauchst du eh relativ viel. Ja, ich würde sagen, wir machen hier oben nur... Hey, wollen wir nicht unsere Base weiter am Meer machen, dass wir dann da auch direkt Strom machen können und alles? Wir haben da doch... Und da, ja, aber am Meer, da könnten wir dann auch gescheit Mauern ziehen und so. Okay. Ja. Ich gehe schon mal Richtung Meer jetzt. Was ist mit einer Hotbar? Wie kriege ich die hin? Kannst du einfach verschieben. Kannst du einfach mit der Maus. 1, 2, 3. Achso, ja, genau. 1, 2, 3, 4, 5 und Shift 1, 2, 3, 4, 5. Okay, aber das dauert irgendwie immer noch so lang. Genauso lang wie vorher? Ja, ich hab... Hast du deine Eisenspitzhacke? Rechts ist ja so ein Fenster mit vier... Ja. Ist deine Spitzhacke ganz oben links? Jetzt schon. Ah, so. Okay. Ja. Okay. Ja, ich hatte sie in die Hotbar gezogen. Ah ja. Der ist aber ganz schön dabei, muss man sagen, der Typ. Wer? Na, wie der abbaut. Der hat schon... Schlag, Schlag, Schlag! Stirb! Ja, ich hasse diese Bäume. Scheiß Bäume. Ja, ich würde sagen, hier ist ein ganz schöner Ort. Da, wo ich das Wetterband hingestellt habe schon. Ne, ein bisschen weiter rechts. Aber wir fangen südlich an, weil das wird länger. Dann haben wir Platz. Hä, was wird länger? Wir lassen das einfach so, wir können da ja noch sau viel Mauern machen später. Oh ja. Oh! Ups, der hat den Ofen abgebaut. Und der Holz rein tun, bevor du das Erz reinziehen, gell? Okay, ja, ich hab rechts drauf gemacht. Okay, ja. Wie gesagt, noch nie gespielt. Ja, sehr gut. Ich war gerade gut, ich kann's rein schon geweißt. So, 20. Moment, die Dampfmaschine. Ich brauche zwei Dampfmaschinen, einen Heizkessel, ne?
Ne, Moment, zwei Heizkessel, eine Dampfmaschine, so rum. Das heißt, ein Heizkessel reicht eigentlich normal schon. Ne, ich mache mal zwei hin, ist besser. Ich besorge mal ein bisschen Stein noch. Ich würde sagen, ihr könnt ja mal anfangen, dass ihr die Erzproduktion automatisiert. Ja. Ich fange mal an, Strom zu bekommen. Da müsst ihr mir aber ein bisschen Eisen bereitstellen. Sonst wird das nichts. Ja. Okay, und der Mining Grid jetzt, der transportiert, bohrt jetzt und transportiert das ganze Eisen zu dem Schmelzofen. Ja, du musst jetzt noch aufheben mit F. Ja, genau. Bisher wird er noch nicht in den Ofen reingetan. Okay. Haben wir schon mal zwei Heizkessel. Dann brauche ich mal noch Kupfer. Dann hole ich schon mal Kupfer. Leggy, leggy. Mhm. Das liegt leider an David, dass wir hier ein bisschen rumlenken. Kann man nichts dran ändern. Habt ihr noch einen Ofen bekommen? Bekommen? Ja, am Anfang. Ich habe einen Haarwürfel. Ich hab ja, dann stellt den gerade daneben dran. Dann ich hab nur einen Erzförderer. Aber den kann ich hier auch schon mal aufstellen. Soll ich den auch schon feuern, oder? Ja, das hat Spor. Habt ihr noch Kohle oder Holz? Ah, ich hab eh noch Holz. Ja. Boah. Hat aber schon aber irgendwie cooler Spiel, also Dogma. Und der Look vor allem, der ist so. Bisschen düster, das finde ich cool. Wir brauchen mehr Förderbänder. Ach, Kohle ist es. So, die Pumpe habe ich. Ich baue noch 20 Eisen, dann kann unsere Produktion, beziehungsweise 19 Eisen, dann kann unsere Produktion beginnen, Stromproduktion. Naja, passt. So, dann, also ich mache den Strom jetzt oben ans Meer, ne? Ja. Laggedy lag lag. So, wo mache ich den denn hin? Ich würde sagen, wir machen unsere Base in so eine kleine Ausbuchtung rein. Soll ich dann den Strom mit da rein tun? Ja, oder? Ja, würde ich mal tun. So. Okay. Strom ist da. Es fehlt noch. Der muss allerdings noch beheizt werden. Befeuert werden. Ich überlege gerade, eigentlich ist es überhaupt nicht so gut, wenn wir den Strom da oben hin machen. Ach komm, dann lass es uns so machen. Wir machen den Strom jetzt erstmal an See, dass wir den direkt bei der Erzproduktion haben. Meinst du, wir sollten auch direkt am See das Eisen produzieren? Weil das wird dort schon relativ eng. Dann müssten wir Richtung Süden gehen. Hey, wieso? Wenn wir hier oben unsere Base errichten, da unten die Erzproduktion machen? Apropos, ich kann ja zwischen den Seen auch nach Norden gehen. Direkt. Dann haben wir viel mehr Platz. Nach Norden ist Richtung Meer. Ja. Ich muss kurz die Förderbänder umbauen. Ja, damit damit kann man Strom produzieren.
Nehme ich mir noch mal ein bisschen Eisen. Dieses Gelege, ey. Hast du eigentlich noch mehr Steine? Nee, ich habe meine Steine alle gebraucht. Was sind denn hier überhaupt Steine? Da unten. Da unten unterm Eisen. Ich brauch Steinchen. Willst du hier dann die Öfen dran machen, oder? Ja, gleich. Ja, dann mach ich schon mal. Hä? Gibt's irgendwas, was ich machen soll? Oder wir könnten noch ein bisschen mehr Kohle gebrauchen. Ja. Und Holz. Ja, und oder Holz. Kohle. Du kannst auch schon mal anfangen, die elektrischen Erzförderer ist besser, wenn wir die direkt machen. Und dann damit Eisen und Kohle besorgen. Elektrische Erzförderer? Das ist, wenn du bei Produktion bist, in der dritten Zeile dieses zweite Symbol da, dieses mit dieser, was aussieht wie so ein Mining Drill. Ja, genau. Dass wir davon ein paar machen, dass wir direkt Kohle und so bekommen. Wir brauchen Kupfer, dann können wir eh gleich auf Elektrizität gehen. Ja, ja. Elektrizität wird ja schon hergestellt, aber wir brauchen jetzt noch ein bisschen mehr Kupfer, um unsere elektrischen Geräte herzustellen. Dann helfe ich dir auch noch mal ein bisschen mit. Okay, ich bin das voll. Hä? Das. Genau. Es gibt aber auch Sachen, die sich mehr stacken lassen. Größer. Boah, jetzt ist meine Spitzhacke kaputt. Die böse Spitzhacke. Ist echt so, ey. Ich finde das voll praktisch, dass einem hier beim Abbauen direkt angezeigt wird, wie viel man schon hat. Ja, das finde ich auch gut, aber das hat gerade verwirrt, weil ich es von dem zweiten gesehen habe. Ja, ich auch. David, falls du mal auf einen Gegner treffen solltest, du hast schon eine Pistole und dann kannst du einfach Leertaste gedrückt halten, dann wird automatisch auf die Gegner geschossen. Aha, okay. So, hast du Brennstoff noch oder ist der eine Erzförderer leer? Beim Eisen. Der ist leer, der eine. Ich hab keinen Brennstoff mehr. Ja, ich meine David. So. Bitte was? Ob du noch Brennstoff hast? Ich habe noch ein bisschen Kohle, ja. Ja, dann tu die mal hier in den oberen Eisenerzförder. Ah, ist eh schon drin. Ja, ja. Ja, ich bräuchte Kupfer. Ja, wofür? Um zu bauen. Ach so, ich hab kein Kupfer mehr. Ich hab das alles für diese Greifarme gerade verschwendet. Ich hab mir gerade Kupfer abgebaut, um damit was zu machen. Und dann klaut er mir das. Ah, warte mal, ich hab noch gleich. Ich hab noch 5 Kupfer. Reicht das? Nee, reicht nicht. Okay, weil die brauche ich auch für Stromleitung. Ich habe schon 4 Stromleitungen. Moment, ich kann die schon setzen. Ja, ich habe schon 8. Ist ein ganz krasser, ey. Ja, Mann. Okay, reicht nicht. Ey, kannst du das hier nicht mal gescheit machen, ey? Warum lass die doch so stehen? Nein, das sieht kacke aus. So geht das. Und der gehört hier hin. Oh, ich hab die falsch rum gemacht. Das ist super gemacht. Und ich hab den wieder falsch rum gemacht. Ach, scheiße, jetzt geht's aber los hier. Mhm. Hä? Nein, ach, der hat keinen Brennstoff. Ja. Hab ich schon.
Wollen wir Eisen und Kupfer trennen oder wie? Ja, werde ich extra okay. Gut. Ich muss noch mal kurz umbauen hier. Ungefähr so. So. Und dann kommt von hier neben Kohle rein. Und dann haben wir Kohle und... Dann würde ich das aber so machen, dass das... Ich habe noch so einen Drill, soll ich den bei der Kohle setzen? Ja. Wo soll ich den hinsetzen? Da, was? Einfach am Rand, auf die vier äußersten, ja. So, ich benutze den jetzt. Oder so? Ja. Und drei Eisenplatten vielleicht noch. Ja, die hab ich. Oder hast du? Ja. Ja, tu mal, dann mach mal damit. Wie wirft man die überhaupt nochmal weg? Mach mal damit einen Burner, einen befeuerter Greifarm. Warum keinen nicht schon gescheiten Greifarm? Weil wir den hier nicht brauchen. Und den kannst du direkt hier nebenwurschen bei dem Pumpfür machen. Wurschen rein, dass der den befüllt. Wohin? Hier zwischen, da zwischen den Förderband und den Mining Drill, dass der den auffüllt mit den seiner eigenen Kohle. So. Moment. Ja. Gut. So. Moment, dann mach ich hier auch noch zwei. So und, oh ne. Ach, du hast keine Förderbänder mehr. Dann mach hier gleich noch ein Förderband. Ach, das geht gar nicht. Egal. So, ich bin nur ach, der nimmt eh Eisen. Überfordert. Macht keinen Sinn. Du bist überfordert? Warum bist du überfordert? Nein, mit dem ganzen Crafting-Ding. Das wer hat mir jetzt wieder mein Kupfer geklaut, ey? Ach so, das ist bei mir aus, das sind reingewandert. Was wolltest du? Ich bin reingewandert. Ja, das passiert mir immer so außerdem. Ja, drop es mir einfach. Mit was tut man wegwerfen mit Kuchen? Moment, ich guck noch mal kurz. Auf G wird. Nein, Grinding Stock not in the vehicle. Okay, auf G ist ein... Z. Können wir nur jedes einzeln ablegen, oder wie? Ja. Alter. Oh, jetzt fehlt mir noch Eisen. Hey, warum fehlt mir Eisen? Oh, 23. Übrigens, David, wenn in einem Ofen was drin ist, dann kannst du Steuerung linksklick drauf machen, dann nimmst du automatisch alles raus, was da drin ist. Aha. Okay, verstehe, ja. Ja, jetzt ergibt das Ganze Sinn, gell? Ja, na ja, jetzt, also, ja. Ich brauche Holz. Hat noch jemand Holz? Ah, du hast ihn. Ja, okay. Ja, so läuft es doch schon mal. Im zweiten war es? Mining Drill. Nee, ich habe erst einen gemacht. Wenn mir dauernd jemand meine mein Kupfer klaut, dann dauert das ein bisschen, bis ich das zusammenbekomme. Ach so, ja, wir machen mal unten Kupfer noch eine Produktion, oder? Mhm. Nein, Kupfer ist noch nicht so wichtig. Doch, ist wichtig. Okay, dann machen wir da unten noch von Kupfer. Hast du noch Kupfer? Oder hat noch jemand Kupfer, dass wir noch einen automatischen direkt machen können? Alter. Jetzt fällt mir auf, ich hab die ganze Zeit noch 11 Kupfererz einstecken. Und 11, 32 Eisenerz, Junge. Boah, Philipp, ey. Lass so lange unten beim Dings, nein, tu den einen Mining Drill noch dahin machen für die Kohle. Ja, ich hab da noch zwei sogar von. Ja, jetzt schmeckt die direkt nebendran, ich baue hier rum kurz. Falsch. Ach so. Moment, ich habe auch noch Greifarme.
So. Wer hat da jetzt das Kupfer rausgenommen? Diesmal bitte schon voll weg. Ich hab's aber auch nicht rausgenommen. Ja, ich weiß selber. Idiot. Wer hat da jetzt einfach mal 30 Transportbänder produziert? Ich bin unschuldig. Ich will selber. Oh, er war scheiße. Oh ja. Wo mach ich denn das hin? Hier ist am sinnvollsten. So. Alter, sein. So. Vorne wird rausgenommen. Mhm. Oben, genau. Okay, ach so machst du das. Dann machen wir die Kupferproduktion hier rüber. Hat noch jemand Holz? Hab ich Holz? Nein. Okay, dann kannst du kannst mir helfen, noch ein bisschen Holz zu holen für die Strommasten. Oh, der eine Strommast ist. Und keine Schneidersatz. Ist Bauchstein. Dann hol Stein. Das mache ich. Okay, ich glaube, das reicht. Und den nehmen wir auch noch mit. So. Oh nein, wir tun zu viel Verschmutzung produzieren. Wir haben eh keine Aliens in der Nähe. Ich mache hier mal eine Kiste, in der kannst du ein Holz rein tun. Ja, genau. Okay, jetzt habe ich Holz. Alter. Was denn? The lag is real. Mhm. Der war gerade hardcore. Alter. Ja. Der will nicht wissen, ob das noch übler wird, wenn wir viel mehr haben. Wir hoffen einfach mal aufs Beste. So, Kupfer wird produziert. Also langsam haben wir einen Kohleüberschuss hier. Ja, Überschuss gibt's nicht. Besser zu viel als zu wenig. Das wird später wieder zu wenig Kohle sein. Mhm. Oh, wir haben keine Kohle mehr oben. Ja. Ich würde also sagen. Ich hätte, wenn wir irgendwie das Ding hier so drüber leiten. Oder irgendwie vorbeileiten. Wie vorbeileiten? Die Kohlespur. Damit das. Ja, das wollte ich jetzt machen. Hast du noch Fließbänder? Wer ist? Ich habe nie Fließbänder gebastelt. Dann mach mal Fließbänder. Ja, was ist da passiert? Halt, Moment, aus. Hast du gerade das Internet gelöscht? Irgendein Kabel hat sich gelöst. Hallo, hört sie mich noch? Nee. Ich habe hier ein LAN-Kabel in der Hand. Ich weiß nicht, ob das gut. Okay, wir brauchen Forschung. Ja. Ach, jetzt weiß ich, welches Ladekabel das ist. Und? Für das MacBook. Ah ja. Boah, ich habe euch kurz ein bisschen Angst gehabt. Okay, dann machen wir Fließbänder, David. Ja, okay, Moment, wie mache ich die? Brauchst Eisen dafür. Ah, ich kann zwei Fließbänder machen. So, das war's. Eisen brauche ich dafür, aber nur Eisen? Nein. Mhm. Doch, Gear Wheel. Ja, die werden Gear automatisch Wheel gemacht, die Zwischenprodukte. Aha, ich brauche Eisen. Also ich krieg hier genau. Eisenplatten aus. Genau. Lag. So, haben wir noch Kupfer irgendwo, gebranntes? Man braucht Strom. Nein! Was? Oh. Das bringt nichts, wir haben keine Kohle hier unten. Ja, ich weiß. Aber Hauptsache schon mal Strom. Ach, da. Hast du Fließbänder, David? Ja, 20. Okay, dann komm mal mit. Dann machen wir erstmal hier unten Kohle hin. Dann verleg mal von dieser Ecke hier so lang. Wie drehe ich das? Kann ich mit das R. Ups, okay.
Du musst hier eins freilassen, dann müssen wir das mit Fließbändern runtermachen, sonst geht das hinten nicht mehr darüber. Okay. Moment, eins freilassen. Achso, eins freilassen. Okay. Genau, so. Und dann noch eins. Ja, genau, jetzt hier. Nein, ich glaube, das ist eins zu wenig. Eins weiter noch. Und jetzt die Ecke und dann hier runter. Nein. Das ist falsch rum. So. Genau. Und auch eins freilassen. Ja, und okay, so geht auch. Passt schon, mach nochmal dran. Genau. Das brauchen wir nicht. Dann. Kupfer. Forschen wir jetzt am besten, wenn wir das machen würden. Na, erstmal Produktion. Start a new research. Ja, aber jetzt könnten wir mit der Forschung so ein Splitterband machen und dann könnten wir direkt die Kohle beim Splitterband machen. Ein Splitterband? Ja, wir brauchen kein Splitterband, das geht auch doch, so schon. Doch. Nein. Nein, das geht nicht. Splitter. So. Nein, Splitter. Nackt. Ja. Penis, so, was? So, hier bräuchten wir auch noch Laufbänder. Bis hier, wo ich jetzt stehe, runterziehen einfach. Ihr habt den Sack gut hingebaut. Was denn? Die Kohle nicht. Hä? Weil die Kohle ist so schnell um die Kurve gegangen. Lol. Ah, nice one. Sorry. Top Leistung. Da kann man ja voll trollen, ey. Jetzt hab ich vergessen, was ich machen wollte. Achso. Da kann man ja saukrass trollen. Warum? Mach mal hier noch die Ecke rum. Wenn dann irgendwann total viele Fließbänder da sind, nimmt mir irgendwo eins weg und alles bricht zusammen. Natürlich. Am besten direkt an der Erzproduktion am Anfang. Es reicht auch schon, wenn du die Stromkabel an einer Stelle wegnimmst. Geht auch schon direkt nichts mehr, manchmal. Und ein bisschen trainieren. Ah ja. So. Ich hab hier noch Kupfer. Wieso haben die keinen Strom? Die bekommen gleich Strom. Lass mich erst noch die Förderbänder hier legen. Wieso haben die keinen Strom? Ey, so habe ich das aber nicht gesagt. Was wollte ich denn jetzt machen? Genau, greif Ärmel. Kann ich genau. Irgendwie, gibt es irgendeine Taste, mit dem ich alle von denen, also alle Fließbänder zum Beispiel, die ich craften kann, auf einmal crafte? Oder halt Shift gedrückt halten. Shift, okay. Ja, und mit F kannst du die aufsammeln auf dem Förderband. Genau. Ja, das hast du schon gesagt. Ich sag gerne öfters die Sachen. Ja, okay. So. Passt doch, kann man perfekt erweitern. Unsere Öfen kriegen jetzt auch Kohle genug. Perfekt. Nein, ich hab wieder zu wenig Transportbänder. Ich hab noch welche, wo soll ich verlegen? Ich hab wieder zu viele Transportbänder. Meine Produktion läuft dauerhaft. Oh nein. Wir bekommen zu wenig Eisen. Ich mach mal einen Erzförderer. Ja, bin dabei. Bin dabei! David, du kannst gleich wieder verlegen. Jawohl. Jawohl. Geh mal da weg, du stehst im Weg, ja. Oh, ich stehe auch im Weg. So. Direkt hier raus ein Band bis zur Ecke. Zu der Ecke. Verlegen. Ups. Hier oder was? Ja, genau. Naja, passt. So. Mal gucken, ob das Eisen jetzt reicht. Dass alle Öfen befeuert werden. Gefüllt werden. Hier, Kupfer haben wir auch zu wenig. Das sind immer nur die ersten Öfen befeuert. David, du könntest schon mal gucken, ob du ein Labor machen kannst. Wie mache ich das?
auch unter Produktion. Labor. Lab. 10 Electronic Circuits und 10 Iron Gear Wheels. Ja, du kannst einfach unten gucken, wie viel Eisen und Kupfer du brauchst, und wenn du das im Inventar hast, kannst du das machen, weil du musst jetzt nicht die ganzen Nebenprodukte machen. 36 Eisen und 15 Kupfer, aha. Dann greife ich mal hier ein bisschen Kupfer. Kann man Fließbänder auf den Erzen drauf platzieren? Ja. Okay. Wieso? Würde ich aber nicht machen. Naja, ich rede nur von der Theorie. Ja. So. Ich habe ein Lab. Okay, perfekt. Also, wir sind in Arbeit. Wo wollen wir mit dem Forschen anfangen, Philipp? Oder allgemein. Ich würde mit Stahl anfangen. Nein, wohin? Logistik. Wohin? So. Weil wir haben Forschung ja hier. Die musst du irgendwo hier. Am sinnvollsten. Wo wäre die am sinnvollsten? Eigentlich hier, wo der Wald ist, und den Wald ein bisschen wegmachen. Um die Hälfte. Oder ganz zwischen den Seen bis oben zum Kupfer hin. Willst du ernsthaft den Wald da wegmachen? Ja. Weil direkt beim Erz in der Nähe ist die Forschung nicht so gut, habe ich festgestellt. Ja, ich würde es nicht in den Wald oben reinmachen. Also noch ein bisschen so oben. Fast auf der Höhe vom Kupfererz. Oder wollen wir das hier hin machen, wo wir jetzt sind? Nein, und den Wald wegmachen. Ich hab eigentlich gedacht, da so zwischen rein. Weil wir brauchen auf jeden Fall, um das zu automatisieren, brauchen wir viel Kupfer und Eisen. Und da ist es blöd, wenn der Weg so ewig lang ist. Ich habe hier so gedacht, da können wir vorher schon die Sachen produzieren einfach. Können wir hier oben alle Fläschchen produzieren, wo es gibt. Und dann haben wir Richtung da noch Platz. Ja, aber da ist ja auch wieder der Weg so lang. Ich hätte halt das alles automatisiert, dass die Flaschen produziert werden automatisch. Ja, das will ich auch machen. Ah ja? Aber wenn dann der Weg zwischen Forschung und Produktion so ellenlang ist? Ja, dann machen wir es halt. Aber hier ist viel zu wenig Platz. Wieso? Wir können ja noch Wald wegmachen und nach oben hin ausbreiten. Ja, okay, dann machen wir das dorthin erstmal. Kann man ja später noch verschieben, wenn es Platz hat. Also wo soll ich sie hin? Sag du ihm mal. Ja, stell's einfach erstmal hier hin, wir können ja das dann noch umbauen alles. So. Nein. Genau, denn wenn wir das jetzt auch noch weiter weggemacht hätten, dann müssten wir auch doch die Stromleitungen so weit verlegen und alles. So viel jetzt ist besser, wenn wir es so machen. Jetzt haben wir genug Eisen, oder? So. Im Moment, was war das nochmal, dass man das automatisieren konnte? Hier, ich würde als erstes Automatisierung erforschen, oder? Ich würde als erstes Logistik, dann können wir das mit der Kohle. Ja, aber wenn wir Automatisierung zuerst machen, dann können wir direkt die Flaschenproduktion automatisieren. Findest du das nicht mit dem Splitter? Das geht doch mit dem Teilerfließband. Ich benutze das fast nie, Alter. Das ist doch so komplett okay. Oh. Also ich finde, ein Splitter braucht man nicht. Ich würde erstmal auf Logistik gehen. Ich setze hier noch so ein Teil hin, ne? Hast du noch Fließbänder, David? Ja. Dann verbind mal das hier, wo ich gerade stehe, mit dem Förderband hier. Wir produzieren viel zu viel Kupfer gerade. Hey,
Wieso hast du das überhaupt so eng aneinander gemacht? Da müssen doch eh keine Förderbänder zwischendurch. Ja, aber es ist doch total unnötig. Es baut doch im Umkreis davon ab. Nein, das baut nur auf der Fläche ab. Nee. Es baut im ganzen Umkreis, der grün markiert ist, ab. Wirklich? Ja. Okay, wir lassen es jetzt einfach so stehen. Hat noch jemand Förderbänder? Ach so, ja, Wolf, das wollte ich mir gerade machen. Gute Idee. Hier nochmal verbinden. Ja, mit. Ich mach mal Förderbänder. Ups. So, dann haben wir genug Kohle, genug Eisen und genug Kupfer. Perfekt. Strom haben wir auch. Ups. Wir könnten noch den Stein. Präzisionsarbeit. Vor allem erstmal außen rumbauen, statt einfach den Mast wegzumachen. Professionalität wird uns ganz groß geschrieben. Ja, auf jeden Fall. So, unsere Verschmutzung ist bald bei den Aliens unten. Mhm. Im Ernst? Größer. Das braune Zeugs oder was da auf der Minimap, das ist die Verschmutzung. Das wird mir überhaupt nicht mehr angezeigt, komischerweise. Ja, das ist die Verschmutzung. Das ach du Scheiße, die Aliens? Unten die roten Punkte, unten links in der Ecke. Ach du Scheiße. Das war sautes Glück, dass wir keine Aliens in der Nähe haben. Ist echt so. Ich würde sagen, ich cutte jetzt hier einfach mal, weil jetzt ist gerade ein guter Punkt. Wir haben jetzt hier relativ viel erreicht. Ich würde sagen, Factorio machen wir in relativ langen Folgen, damit man auch viel schafft. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und tschüss. Ciao.